Hallo alle miteinander, liebe Leute, von wo immer ihr auch zuschaut, ich möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Markus Maute, ich komme aus Friedrichshafen am Bodensee, von wo ich diesen Stream auch durchführe. Und ich bin von Beruf Fotograf, der sehr schnell wegen meiner Leidenschaft zu Natur zum Naturfotografen mutierte. Und warum ich in meinem Leben in den letzten 30 Jahren immer mehr auch zum Umweltaktivisten wurde, das soll dieses neue Format die Welt im Blick klären. Vorneweg, ich werde euch duzen. Wer mich von meinen Shows kennt, wenn ich auf Bühnen stehe, wird da vielleicht ein bisschen überrascht sein. Aber man hat mir von vielerlei Seiten gezeigt, dass es einfach nicht hip ist, wenn man das Medium Internet benutzt, Online-Streams macht und die Leute sieht. Also, wir sind ab jetzt alle per Du und ich hoffe, das ist für euch auch in Ordnung. Es ist, glaube ich, der Weg, um auch eine Ebene aufzubauen, wo wir uns gemeinsam Gedanken machen wollen und können über das, was unsere Kinder besonders beschäftigen wird, nämlich die Zeit, die vor uns liegt. Ich möchte mit dem Format Die Welt im Blick über unsere Erde nachdenken. Ich möchte die Schönheit zeigen und ich möchte vor allen Dingen überlegen, und zwar nicht alleine, sondern auch mit Gästen und mit euch allen da draußen, wie können wir Zukunft gestalten? Warum jetzt im Internet? Ich bin seit 18 Jahren bei Greenpeace und habe immer auf Bühnen gestanden. Über 1000 Mal haben wir meine Multimedia-Shows gemacht. Und das wollen wir auch weiterhin zur Aufführung bringen. Aber ihr wisst es alle, im März kam Corona. Und da war nichts mehr so, wie es davor war. Es zwang auch mich als Künstler, als Fotograf, als jemand, der auf Bühnen tritt, umzudenken und zu überlegen, wie kann es weitergehen. Und da haben wir mit Greenpeace zuerst mal überlegt, die Shows in einen Livestream zu bringen, was wir in den letzten Monaten auch immer mal gemacht haben. Und dann war die Idee, warum nicht ein wiederkehrendes Format? Einmal im Monat eine Stunde lang über ökologische Themen reden. Das war schon immer ein Traum von mir, dass man da irgendwo ein Podium findet. Und mit diesem Ding hier versuchen wir es. Und ich freue mich, dass wir das jetzt angehen. Die erste halbe Stunde dieses Formats wird immer so gestaltet sein, dass ich euch Geschichten erzähle. Dinge, Abenteuer, Erfahrungen, die ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe. Und in der zweiten Hälfte freut es mich, einen Gast zuzuschalten, sofern es die Technik dann möchte und zulässt. Und da mit dem unterhalte ich mich. Und heute Abend, da freue ich mich, später den Thomas Henningsen begrüßen zu dürfen. Und der hat eine ganze Menge mit mir persönlich, mit meinem Leben zu tun. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar. Denn es war das Jahr 2003. Da bin ich zu Greenpeace nach Hamburg gegangen und es war eben jener Thomas Henningsen, der mir die Tür geöffnet hat. Und ich habe gesagt, guck mal, ich bin Fotograf, ich möchte was für den Planeten tun. Und was war mein Trigger? Was hat mich dazu bewogen, in die Richtung Umwelt- und Naturschutz zu denken und zu Greenpeace zu gehen? Und das lässt sich mit diesem Bild hier ganz gut erklären. Schauen wir uns die Weltkarte mal an. So sollte es eigentlich sein. Unsere Erde ist ein Planet der Wälder. Ich habe in einem Greenpeace-Magazin 2002, 2003 gelesen, dass 80% aller Urwälder weg sind. Und das hat mich zutiefst schockiert. Und das gibt dieses Bild hier ganz gut wieder. Es sind nur noch 20% der Urwälder da. Und das, muss man dazu sagen, war 2003. Inzwischen sind fast 2 Jahrzehnte vergangen und ich bin mir sicher, dass da einiges an Dunkelgrün noch weg muss. Und das ist etwas, was mich damals zutiefst schockiert hat. Und der Grund, warum ich zu Greenpeace ging, war der, weil Greenpeace damals die Kampagne Die Fantastischen Sieben gemacht haben, durchgeführt haben. Da war der Thomas Henningsen der Kampagnenleiter. Und ich habe gesagt, Thomas, könnte ich nicht für euch Bilder von dieser Kampagne machen und sie dann den Menschen erzählen? Und er hatte Vertrauen und er hat mich in das Kongo-Becken ins zentrale Afrika geschickt. Und ich glaube, sagen zu können, es gibt keine Reise davor oder danach, die mich so geprägt hat wie der Trip in die Tropenwälder Afrikas. Das kann man auch schon daher
gut ermessen, als der Thomas mir damals sagte, wenn du da wieder heil zurückkommst und gute Bilder mitbringst, dann können wir dich überall hinschicken. Und so war ich natürlich hochmotiviert und bin dorthin gereist. Und ich muss sagen, es war eine Reise der Extreme in jeglicher Beziehung. Und man kann auch sagen, alles war neu für mich. Alles, was ich da angetroffen habe, vom Klima, von allem, hatte ich so noch nie erlebt. Ich habe auch noch nie in die Augen eines Gorillas geguckt. Wie hier ein einjähriges Gorilla-Kind, das nicht in freier Wildbahn fotografiert wurde, sondern in einem Auffanglager, weil es ganz viele Fälle davon gibt, dass diese Tiere in der freien Wildbahn nicht mehr leben können. Und hier werden sie, wenn sie das Glück haben, dort zu landen, aufgepäppelt. Sie werden großgezogen, um später auf die Wildnis wieder vorbereitet zu werden, wenn man dann eine Wildnis für sie findet. Ich möchte eine Geschichte erzählen und damit anfangen, die das Herzstück dieser Reise war, nämlich den tropischen Regenwald zu empfinden, ihn zu erleben, zu fühlen. Und es war damals in vielerlei Hinsicht ziemlich extrem. Allein das Klima dort hatte ich so in dieser Form noch nie erlebt. Es ist wie eine Wand, gegen die man läuft, wenn man es zum ersten Mal spürt. Und überall dort, wo der Wald intakt ist, gibt es keine Straßen. Bedeutet, es ist eine Region, da ist die Natur noch intakt. Und wir haben eine Expedition unternommen in den Minkebe-Nationalpark im Norden des Landes Gabun. Ich hatte damals das Glück, eine Truppe zusammengestellt zu bekommen. Das sind alles Wildhüter gewesen aus diesem Nationalpark. Dank der Hilfe, die mir Greenpeace, diese Brücken, die mir gebaut wurden, um dort dieses Team zusammenzustellen. Und dann sind wir auf diesem riesigen Fluss gefahren und ja, 1 Kilometer breit war er am Anfang. Und dann, je weiter wir in den Norden kamen, desto weiter, öfter sind wir abgebogen in kleinere Flüsse und irgendwann habe ich dann mal dieses Zeichen gesehen. Und da wusste ich, aha, jetzt sind wir in einem Schutzgebiet. Damals war auch viele Kilometer davor der Wald intakt. Das heißt, da sieht man überhaupt keinen Unterschied, außer dass da deines Schild im Baum hängt. Da sind wir da reingefahren. Und es war schon ein Abenteuer, weil die Flüsse wurden kleiner. Und am ersten Tag, wir haben eine Mittagspause gemacht, da sind wir angelandet an einem Camp. Auch hier drin waren Menschen. Und diese Menschen dürfen hier auch drin sein. Man darf im Nationalpark nicht jagen offiziell und auch nicht wohnen. Aber die Einheimischen dürfen Fische fangen. Und so sind wir hier in so ein Camp angelandet. Unsere Kameraden haben nach dem Weg sich erkundigt und selber auf die Karten geguckt. Und da ist es mir zum ersten Mal aufgegangen, was für ein privilegiertes Leben wir eigentlich leben. Diese Menschen hier in dieser Hitze, und es ist wirklich unglaublich heiß gewesen, dann natürlich immer die Regenfälle, die 2-3 Mal täglich kamen, die aber eigentlich sowas wie eine Erholung darstellten. Und was wirklich besonders hart war, und für mich zum ersten Mal in dieser Form, sind die Moskitos und all die anderen Dinge, das Stechen. Und am Abend, da sind wir kurz vor Sonnenuntergang an einem Camp angekommen. Es war leer. Dann haben wir gesagt, okay, das soll unser Lagerplatz sein. Ob das eine gute Idee war, habe ich mich später gefragt. Denn wir hatten unser Zelt aufgebaut, wir hatten gegessen. Ich lag im Zelt und plötzlich wurde es laut. Und dann haben wir natürlich festgestellt, die Leute, die in dem Lager waren, kamen zurück. Und dieses Lager in einem Nationalpark, das können nur Wilderer gewesen. Und ich muss sagen, später, da war ich heilfroh, dass unsere Leute nicht bewaffnet waren. Denn es wurde plötzlich laut im Lager und ich bin da auf meiner Isomatte gelegen, habe gedacht, oh, wenn jetzt der erste Schuss fällt, ich hatte das erste Mal richtig Angst. Und das Ganze wurde deeskaliert, da war ich auch froh drum. Es war aber tatsächlich so, dass das Ganze ein Lager der Wilderer waren. Die haben hier die Schweine getötet, gejagt. Und das Ganze ging auch ohne Gewalt vonstatten, was aber nicht immer der Fall ist. Und ich habe mich tatsächlich später gefragt, was wäre gewesen, wenn da in der Dunkelheit 2 bewaffnete Gruppen aufeinander getroffen. Am nächsten Morgen haben wir dann
gesehen, die hatten natürlich Waffen. Und die Funktion der Wildhüter in so einer Region, was sollen die mit diesen Menschen machen? Mehr als verwarnen können sie nicht. Und ihnen sagen, bitte tut es nicht mehr. Muss man dazu sagen, dass solche Menschen, die da drin Wildschweine jagen, das in allererster Linie machen, damit ihre Kinder was zu essen haben. Also das ist ein gar nicht so einfaches Problem. Ich war froh, dass das Ganze hier gut geendet hat und wir uns dann im Guten mit ihnen verabschiedeten. Ob sie die Wilderei eingestellt haben, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Ja, und das wurde immer spannender, weil irgendwann wurde aus dem Fluss ein Flüsschen und bei jedem Mal, wenn ein Baum quer stand oder quer gelegen ist über das Wasser, da wurde es ja mit viel Arbeit verbunden auf jeden Fall. Wir mussten zweimal das Boot komplett rausnehmen, um es dann wieder ins Wasser reinzugehen. In Urwald, da räumt keiner auf. Und das ist auch gut so. Und dann am Ende des dritten Abends, da war die Wasserstraße vorbei. Da kamen wir an einem Ort an, da war, man hat es gesehen, vorher schon ein Lager, wahrscheinlich auch wieder Jäger, die hier eigentlich nicht sein sollten. Hier haben wir nochmal übernachtet, haben all unser Hab und Gut in die Rucksäcke gepackt, denn jetzt war es Zeit zu laufen. Und das muss man sagen, das war heftig. Sie sehen hier die Truppe, 7 Männer und 1 Frau. Da möchte ich ganz besonders die Eunice nochmal hervorheben, die über 2 Monate mein Guide war. Was haben die Jungs sich über sie lustig gemacht und Witzchen gerissen, dass dieses zarte Wesen da im Wald gar nicht bestehen kann? Die sind sehr schnell ruhig geworden, denn die Eunice hat sich als eine der zähesten erwiesen. Da ging es mir schon ganz anders. Denn der Wald war schier undurchdringlich. Das afrikanische Dschungelgebiet ist wirklich überwuchert, über und über mit Pflanzen. Wir mussten 2 Männer mit der Machete vorausschicken, die dann uns den Weg gebahnt haben. Manchmal haben wir 1 Stunde gebraucht, um 1 Kilometer voranzukommen. Und dann standen wir plötzlich vor diesem roten Elefanten. Es roch bestialisch und es war ein Schock für mich, so tief im Nationalpark dieses Tier zu sehen, das hier verendet ist. Es hatte eine Kugel zwischen den Augen. Und das hat mir zum ersten Mal wirklich klar gemacht, wie wenig Rückzugsräume Wildtiere heute auf unserem Planeten haben. Als wir 2 Wochen später beim Rauslaufen aus dem Wald an derselben Stelle wieder da ankamen, waren nur noch ein paar Knochen und Millionen von Maden übrig. Denn die Wilderer hatten in der Zwischenzeit den Elefanten entdeckt. Er hatte sich halbtot noch durch den Wald geschleppt. Es war damals ein reiner Zufall, dass wir ihn zuerst fanden. Ja, und inzwischen waren die Fleischstücke zerschnitten, wahrscheinlich schon längst in den Ortschaften, auf den Märkten, wo sie dann verkauft werden. Und so ein Elefant ist natürlich für so einen Jäger ein wirklicher Verdienst. Für mich war es wirklich trauriges Erlebnis. Der Wald selber, der war natürlich unglaublich schön. Hier habe ich zum ersten Mal von den Würgefeigen gehört, die praktisch dort stehen, wo sie einen anderen Baum über Jahrzehnte erwürgt haben, indem sie als kleine Liane durch den Samenflug der Vögel oben beginnen zu wachsen. Sie setzen dann ihren Eroberungszug fort, indem sie immer mächtiger werden. Aus einer kleinen Liane wird ein Baum und das ist das, was dann nach vielen Jahrzehnten übrig bleibt. Diese Bäume gibt es übrigens in allen Tropenwäldern unserer Erde, ob in Südostasien, Afrika oder Südamerika. Ja, und die Eunice sehen wir hier beim Pilze sammeln. Das ist auch was Tolles. Also meine Damen und Herren, sollten Sie mal mit dem Flugzeug über dem Tropenwald abstürzen und überleben, sind Sie nicht besorgt, Sie können das schaffen. Es gibt genügend Essbares im Wald. Unter anderem diese Nüsse hier, die lagen faktisch überall rum und die schmecken richtig richtig gut, wohltuend. Und da gibt es noch ganz viele andere Dinge, wenn man weiß, wo man hingucken muss. Insgesamt war das auch mit das Leckerste, so richtig süßlich, fast schon wie Kakao. Also man kann überleben und wenn Sie raus müssen aus dem Wald, suchen Sie sich einen Fluss oder ein Bächlein und folgen Sie dem Wasserlauf irgendwann kommen sie an den Ozean. Und dieses Gebiet war von Sümpfen durchzogen. Waren die klein, konnte man drum rumlaufen, aber so einer wie hier,
da musste man durch, da half es nichts, rein ins warme Wasser. Und es war irgendwie ziemlich unangenehm, dass genau in dem Moment einer meiner Kameraden, als mir das Wasser fast am Hals stand, sagte, dass es 7 Giftschlangenarten in Minkewe, in dieser Region gibt, die auch im Wasser leben. Also das hat meine Lust, da weiterzulaufen, nicht vergrößert. Aber ich habe nie eine Schlange zu Gesicht bekommen während dieser Reise. Und dann, das war noch eine große Sache. Ich habe das gemerkt, meine Guides, die haben immer wieder auf das Navigationsgerät geguckt. In den ersten Tagen habe ich mich davon gar nicht beunruhigen lassen. Aber dann irgendwann wurde es mir zu viel. Dann habe ich mal gefragt und dann haben sie damit rausgerückt, dass sie die Koordinaten unseres Ziels nicht dabei hatten. Das haben die vergessen gehabt zu Hause, also in ihrem Headquarter, im Hauptquartier der Ranger. Das waren nur 5, 6 Buchstaben und ohne die haben wir unser Ziel nicht gefunden. Wir hatten ein Ziel da mitten im Wald. Und um das zu finden, mussten wir nun was überlegen. Und es blieb uns gar nichts anderes übrig. Weil wir sind so weit gekommen und da jetzt umzukehren, das war keine Option. Also haben wir 3 von den Jungs wieder zurückgeschickt. Und es hat 5 volle Tage gebraucht, bis sie wieder da waren. Und in diesen 5 Tagen, also zuerst mal haben wir versucht, unser Ziel selber noch zu finden. Einer unserer Kumpels, der ist hier immer wieder die Bäume hochgekraxelt. Das hat er auch ganz gut gemacht, bis zu dem Moment, wo er fast in einem Schlangennest gelandet ist. Und dann haben wir gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Wir haben unser Lager dann an einer Stelle aufgeschlagen und haben gewartet, bis die anderen wieder zurück sind. Und ich habe versucht, in der Zeit ein bisschen Bilder zu machen und habe dazu, um mich selber nicht zu verlaufen, diese kleinen Bachläufe hier benutzt. Und ja, die waren gut zum Vorwärtskommen, aber ich habe es nicht kommen sehen. Ich wurde plötzlich von Wespen angefallen und ich hatte 8 Wespenstiche, davon 5 im Kopf und 3 im Körper, bevor ich wirklich weg war. Und dann war ich plötzlich froh, dass wir haben warten müssen auf die anderen, denn mit dem Gift im Körper konnte ich einfach nicht weiterlaufen. Und die nächsten 3 Tage waren dann wirklich spannend, weil im Zelt war es viel zu heiß, um sich die Füße auszustrecken. Man musste nach einer Viertelstunde wieder raus aus dem Zelt. Da warten aber diese Gesellen und zwar den ganzen Tag. Das sind so Sandfliegen, die einen beißen. Das ist sehr unangenehm. Und so lernt man wirklich zu leiden. Und man macht es natürlich einerseits gern, aber es ist nicht leicht, diese Hitze und dann diese Insekten. Und was noch dazu kommt, durch das tagelange durch Sümpfe laufen, da sahen dann plötzlich die Füße so aus und man entdeckt dann unter den Zehennägeln Eier, die von irgendwelchen Insekten reingelegt werden. Also das sind so Sachen, die findet man nicht toll. Aber hinterher, wenn man natürlich davon berichten kann und sagt, hey, guck mal, das habe ich alles erlebt, dann ist es schon eine coole Sache. Aber in dem Moment ist es irgendwie nicht so sexy. Auf jeden Fall haben wir dann, weiß es nicht mehr, der wievielte Tag es war, aber als die Kollegen wieder zurück waren mit den Navigationsdaten. Da waren wir dann binnen 1,5 Tage am Ziel. Wir waren also schon in der richtigen Region und konnten mit dem Navi dann relativ schnell dorthin gelangen, wo wir hin wollten, nämlich zu den Inselbergen. In diesem Regenwald gibt es, ähnlich wie dem Uluru, dem Ayers Rock in Australien, Inselberge, die aus dem Wald ragen. Und da wollten wir hin und am Abend selber, kurz vor Sonnenuntergang, ich konnte es nicht mehr aushalten, nachdem ich tagelang außer Bäume keinen Wald gesehen habe, dann bin ich da mal noch hoch. Und Sie können sich vorstellen, wie toll das für mich war, als ich da gesessen bin und diesen Ausblick genoss. Das ist etwas gewesen, was ich so in der Form nicht kannte. Mutter Erde heil und in ihrer ganzen Schönheit bis zum Horizont. Am nächsten Morgen sind wir dann auf einen anderen, größeren Inselberg, der nicht bewachsen war. Und von dort habe ich den Tagesanbruch beobachtet. Zuerst sah man die Nebelschicht über dem Wald und dann ist der Nebel binnen Sekunden aufgelöst gewesen. Und die nächsten 3 Tage, die wir dort in der Region verbracht haben, die waren einfach der Traum. Und das sind die Momente oder diese Augenblicke oder auch die Episoden, warum ich Naturfotograf geworden bin. Ich liebe die Natur und an solchen Stellen wie hier
Da weiß ich auch, warum es so wichtig ist, sie zu erhalten. Sowas kennen wir bei uns in Deutschland gar nicht mehr. Natur, Wildnis bis zum Horizont vom Menschen nicht verändert. Ja, meine Damen und Herren, ich sehe mit Schrecken, die Zeit rennt schon wieder und ich habe ja ein einstündiges Format. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich früher, bevor ich zu Greenpeace gegangen bin, meine Vorträge aufgehört hätte, weil meine Abenteuergeschichte war ja hier so von der Dramaturgie am Höhepunkt am Ende. Aber inzwischen wollte ich das ganze Bild vermitteln. Ich wollte nicht da aufhören, wo es einfach nur schön ist, sondern auch die Dinge benennen und darauf hinweisen, die vielleicht nicht so schön sind, um eben all das zu erhalten, was in diesen Abenteuergeschichten so schön rüberkommt. Ja, und da ist die Geschichte mit dem Bushmeat. Menschen essen Fleisch, und zwar überall auf der Welt. Wir züchten Hähnchen und Schweine und Kühe und was auch sonst noch. In Afrika essen die Leute Bushmeat, Fleisch aus den Wäldern. Und das trifft in erster Linie die Wildtiere. Und die Wildtiere, die kommen auf die Märkte, weil immer mehr Menschen in die Wälder eindringen können. Und da könnte man jetzt allein über das Thema Bushmeat einen eigenen Vortrag halten, über die Kreisläufe. Man darf dort in Afrika keinen irgendwie böse sein, wenn er Fleisch isst. Das ist das Gleiche wie unser Schnitzel. Aber man muss vielleicht auch da gucken, dass man speziell dort ansetzt, wo man was zum Besseren verändern kann, mit Informationen. Und da möchte ich ganz kurz, auch wenn die Zeit knapp ist, den Herrn links auf dem Bild erwähnen. Er hat vor 20 Jahren eine Organisation gegründet, die den illegalen Fleischhandel vor Gericht bringt. Es ist Ophir, ein damals junger Israeli, der das bis heute macht und der Hunderte und Aberhunderte illegale Wilderer dingfest machen konnte. Die Gesetze sind da in Kamerun und in Gabun, nur es hat es keiner umgesetzt. Er war der Erste, der das gemacht hat. Und es gibt heute das Lagernetzwerk, das genau die Dinge tut, nämlich aufmerksam machen, dass Dinge illegal sind und Leute vor Gericht bringen. Und da bin ich ihm ganz arg dankbar. Das Problem des Bushmeats hat ganz unterschiedliche Ebenen und viele Probleme bestärken sich gegenseitig. Es geht natürlich damit los, dass wir Menschen Holz brauchen und Tropenholz ja so super ist und wir immer mehr von dem verbrauchen. Tropenholz kriegt man in den Urwäldern, die alten Bäume. Da kommt man ran, indem man Straßen baut, wo eigentlich keine Straßen hingehören. Und ich bin damals auch in diese Regionen gefahren. Das war Teil meiner Arbeit und das hat wehgetan zu sehen, wo die Natur praktisch wie eine offene Wunde vor mir liegend ausgebeutet wird. Da kamen wir hier an diesen Sammelplatz und von diesem Sammelplatz aus bin ich dann ungefähr 20 Minuten gelaufen und dann stand ich hier. Schauen Sie sich diesen Baum mal an. Ein Patriarch, 1000 Jahre alt, mit einer Kettensäge made in Germany, in weniger als 2 Stunden umgehauen. Und das war, ich muss es ganz ehrlich sagen, wie es ist, so ungefähr so, wie wenn ich zugucken müsste, wie man einem Robbenbaby einen Eispickel zwischen die Augen treibt. Was anderes als ein Wunder des Lebens ist so ein Patriarch. Und diese Bäume, die werden gefällt. Und das sind alles ausländische Firmen hier in Kamerun, wo wir diese Bilder gemacht haben, hauptsächlich französische. Das liegt natürlich noch mit den Wurzeln in die Kolonialzeit. Da gibt es halt noch Verbindungen. Und diese Männer hier, die waren ganz stolz, als sie diesen Baum gefällt haben. Und dann kommen diese Maschinen und ziehen die Bäume zu den Sammelplätzen, wo sie dann weiter abtransportiert werden. Und ich muss es ganz klar sagen, die Jungs hier, die diese schwere Arbeit machen, denen darf man keinen Vorwurf machen. Die sehen zu, dass sie ihre Familien am Ende des Tages satt bekommen. Die wissen nichts von Obi oder dem Klimawandel oder der großen, weiten Welt. Deren Welt reicht vielleicht gerade noch bis Yaoundé. Und dementsprechend muss man gucken, wo sind denn die Strukturen? Was passiert denn mit dem Holz? Und dieses Phänomen Straße geht ja noch weiter. Die Zubringerstraßen in die Gebiete, die ziehen wieder Leute an. Zum einen, um
die Holzfäller und die Trucks mit Benzin und Essen zu versorgen. Und dazu kommen aber neue Siedler, die sich dann hier in den offeneren Wäldern niederlassen. Und die brennen dann hier alles nieder, um Ackerland zu bekommen und sich selber etwas aufzubauen, wo dann vor kurzer Zeit noch der Lebensraum von Tieren und einer unendlichen Artenvielfalt war. Deswegen, da komme ich groß, Hände weg von Tropenholz immer und überall. Tropenholz in Urwäldern rausgeholt, kann nie nachhaltig sein. Egal, was die großen Firmen erzählen. Ja, wenn ich gesagt habe, da leben nur Tiere und eine große Artenvielfalt, dann stimmt es gar nicht. Denn hier leben Menschen. Und zwar seit sehr, sehr lange. In dem Fall sind das ein Teil der Urbevölkerung, die Baka-Pygmäen, die genau wissen, wie sie in den Wäldern überleben, ohne sie zu zerstören. Und die hat natürlich keiner gefragt, wie das so ist, ob sie damit einverstanden sind, dass immer mehr ihrer Wälder geöffnet werden. Und das war wirklich für mich auch so ein trauriges Beispiel, wie wir mit auch unseren eigenen Brüdern und Schwestern umgehen. Denn man hat ganz viel an den Straßen diese Dörfer gesehen. Es waren eigentlich nur Karikaturen von Dörfern. Die Leute werden aus ihren Wäldern vertrieben und dann gucken sie tagtäglich, wie die großen Trucks an ihnen vorbeifahren. Sie selber profitieren überhaupt nicht von diesen Vorgängen. Und da musste ich echt merken, damals, ich war ja fast noch 20 Jahre jünger, ich musste mir da, um bei dieser Arbeit nicht auch seelisch zugrunde zu gehen, ein dickeres Fell anschaffen, weil das war alles nicht besonders toll, was ich da erlebt habe. Auch besonders das Ausmaß. Und jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Das Holz liegt ja dann in diesen Auffanglagern und es war gar nicht schwierig, den Kreislauf weiter zu verfolgen, denn es gibt ja nur die Straßen, die aus dem Wald rausführen und da ist es tatsächlich so, ich brauche das gar nicht kommentieren, Sie sehen das selber. Unglaublich, das ist eine Momentaufnahme. Das Ganze geht weiter und weiter. Ein Drittel der Trucks fällt an die Seite oder fährt irgendwo dagegen, weil die Straßen natürlich auch keine gute Qualität haben, besonders wenn es regnet. Und dann geht das Ganze in die Hafenstadt Douala. Und das hat dann wirklich so für mich den Moment gegeben, als ich die Menge an Holz gesehen habe, wo ich das erste Mal so ein bisschen an uns Menschen gezweifelt habe. Das ist eine Momentaufnahme. Tagtäglich werden Schiffe beladen, um dieses Holz nach Europa, nach Asien, in die USA, nach Japan, wo auch immer hinzubringen, wo es dann in Einwegartikel, meistens irgendwelche Papierhandtücher, Taschentücher oder sonst was verarbeitet wird, 500 Jahre altes Holz und älter. Und das ist etwas, was ich damals kaum verkraften konnte und es mir bis heute fast körperlich wehtut. Meine Damen und Herren, das ist jetzt so ein Ende einer Reise, wo man sagt, ist das schön, wenn man sowas erfährt bei einer Diashow oder bei so einer Sendung, die sich mit dem Thema Umwelt beschäftigt. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns die Dinge auch angucken, weil wenn wir immer weggucken, weil es uns unangenehm ist, dann ist es irgendwann zu spät und wir finden nicht mehr den Zugang, es zu verändern. Nur was wir kennen, das können wir verändern. Und das wurde mir in meiner Arbeit immer wichtiger. Und das war damals meine erste Reise nach Afrika. Ich kam zurück mit Bildern, die dem Thomas Henningsen und dem ganzen Greenpeace-Team gefallen haben. Dann durfte ich die nächste Reise machen. Und wir haben nach und nach die Wälder bereist und andere Regionen. Und in den nächsten Monaten und Jahren werde ich davon auch immer wieder dezidiert berichten. Was für mich aber wichtig war, ich habe begonnen, die Welt zu verstehen, die Zusammenhänge zu erkennen. Und das versuche ich heute einfach weiterzugeben. Und warum ich diese Arbeit auch so gerne mache, meine Damen und Herren, das ist dessen, weil ich Greenpeace zum einen dankbar bin, aber auch den Wert dieser Organisation verstanden habe. Und deswegen komme ich jetzt an einen Punkt, der mir sehr wichtig ist. Und zwar, wahrscheinlich viele von Ihnen kennen Greenpeace und ich nehme an, dass ganz viele von Ihnen auch Greenpeace schon unterstützen. Für alle die, die es noch nicht tun, möchte ich Sie jetzt bitten, sich vielleicht mal zu überlegen, ob Sie nicht den einen oder anderen Euro zur Verfügung haben,
den Sie Greenpeace geben können. Und warum mache ich das so gerne, dass ich an Ihren Geldbeutel will für Greenpeace? Das ist ganz einfach die Tatsache, dass in allen 40 Ländern, die Greenpeace, in denen Greenpeace tätig ist, kein Geld von der Industrie und keines von der Politik genommen wird. Alles, was passiert, passiert auf Privatspendenbasis. Und es ist völlig wurscht, ob Sie 5 oder 10 Euro im Monat geben. Jeder soll das geben, was er kann, ohne dass es ihm wehtut. Denn wenn viele Leute kleine Dinge tun, dann werden da große Dinge draus. Und ja, jetzt haben wir eine Sache, habe ich gerade kurz einen Faden verloren, aber das macht nichts, ich habe ihn schon wieder. Denn jeder, der Greenpeace unterstützt, der bekommt diesen Kalender. Das ist der letzte Kalender, den wir gemacht haben für mein Projekt über indigene Völker auf Recyclingpapier mit den schönsten Motiven. Und wenn Sie Greenpeace-Förderer oder Förderin werden, dann möchte ich Sie mit diesem Kalender beschenken. Also Sie können, Sie sehen ja die Pfeile, dort auf diesem Pfad dorthin kommen, wo Sie das Geld überweisen können. Sie gehen kein Risiko ein. Greenpeace ist als gemeinnützig anerkannt. Sie können den Betrag von der Steuer absetzen. Und Sie sind nur so lange Förderer oder Förderin, wie Sie sein möchten. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieses Formates. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Kann ich überhaupt mit Leuten vor der Kamera reden? Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Deswegen probieren wir das jetzt mal aus. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren, weil ich mir nämlich noch nicht sicher bin, ob mein Gesprächspartner schon auf der Leitung ist. Deswegen gucken wir da nochmal. Aha, da. Jetzt schauen wir mal. Moment, da gehen wir mal wieder auf die Zeit zurück. Und jetzt rufe ich ihn am besten einfach mal an. Und dann schauen wir mal. Das Ganze ist live. Das Ganze passiert aus meinem Wohnzimmer raus. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich bin jetzt ganz gespannt und freue mich. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Thomas Henningsen, bis er dann da ist. Der Thomas war derjenige, der mir die Tür zu Greenpeace geöffnet hat. Als ich nämlich da angefragt habe, war er der Leiter der Kampagne zu den Fantastischen Sieben. Und ich sehe, er ist in der Leitung. Dank Thomas durfte ich die letzten 18 Jahre mit Greenpeace Vorträge halten und die Welt verstehen. Und jetzt drücke ich mal mein Knöpflein und hoffe einfach, dass es klappt. Drücken Sie mit mir die Daumen. Da ist jemand. Thomas, du bist online. Hallo. Hallo Markus. Ja, schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Kiel. Wunderbar. Ich freue mich, dass du da bist und es hat beim ersten Mal auf Anhieb geklappt. Lieber Thomas, wir haben eine lange zurücklegende gemeinsame Geschichte. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ich habe wenigen Menschen in meinem Leben so viel zu verdanken wie dir, weil du warst derjenige, der mir damals die Tür geöffnet hat. Und vielleicht können wir die Anekdote, die fand ich nach wie vor eigentlich richtig schön. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen in der Hamburger Leitzhalle. Und ich würde mal ganz gern wissen, wie du dich an den Tag erinnerst. Ich muss mich erstmal konzentrieren, dein Bart macht mich ganz muschelig. Ja, der ist da, ist mein letztes Haar, meine letzte Haarpracht, die kann nicht weg, sonst sieht es zu bitter aus. Nein, es war schon damals wirklich auch ein einschneidendes Ereignis, weil ja diese Zusammenarbeit mit dir, Markus, jetzt seitdem besteht. Und sie auch immer intensiviert wurde, immer besser wurde, auch immer weiter ausgebaut wurde und wir auch, glaube ich, viele gute Dinge zusammen erreicht haben, du mit deinen Fähigkeiten und wir mit unseren Kampagnen, dass man da auch Dinge zusammenführt, die eigentlich zusammengehören. Wir waren damals, glaube ich, erstmal mussten wir uns erstmal kennenlernen und wir haben dich, glaube ich, gebeten, soweit ich mich noch erinnere, dass du uns mal ein bisschen was erzählst, mal einen Vortrag hältst, damit wir auch so sehen, ob das zusammenpasst, weil menschlich hatte ich das Gefühl, passte es gleich. Das merkt man ja schon in den ersten Sekunden. Und hatte damals meinen den Kommunikationsleiter gebeten, mitzukommen. Und dann haben wir uns das angehört. Ich habe schon gemerkt, du warst extrem nervös auch. Und, bin ich immer noch. Aber trotzdem, alles, was da kam, war eigentlich
passt ja eigentlich so zusammen, dass wir gesagt haben, probieren das Projekt, Afrika fangen wir an und dann, wie gesagt, da sind wir nicht nur in 7 Weltregionen gegangen zusammen, sondern haben auch weiter an vielen, vielen Projekten gearbeitet. Ja, und es ist ja wirklich so, dass du auch, ebenso wie ich jetzt ja auch schon fast 20 Jahre, sehr genau hinguckst durch deine Arbeit mit Greenpeace. Und mich würde einfach mal interessieren, wir reden nachher noch über die Lieblingserfolge, die du zusammen mit Greenpeace errungen hast. Aber wie hat sich denn deine Perspektive durch deine Arbeit, den Blick auf die Welt verändert in all dieser Zeit? Ja, ich bin 35 Jahre jetzt schon bei Greenpeace dabei. Und es hat eigentlich angefangen, weil ich fasziniert bin von der Natur, fasziniert von der Schönheit dieses Planeten. Und mein Herz geht wirklich auf, wenn im Mai zum Beispiel die Buchenblätter anfangen, das Schönste aller Grüns behaupte ich, wirklich auch der Welt entgegenzustrecken. Und aber auch gleichzeitig gesehen, wie die Welt zerstört wird. Ja, ich habe im Amazonas gelebt, dort über Flussdelfine geforscht. Ich war in Russland, in Nordamerika, in der Arktis und überall. Ein Irrsinn an Zerstörung. Ja, und was mich bewegt im Moment am meisten, ist die Geschwindigkeit der Veränderung. Du hast das schon mal angesprochen eben. Ja, seit 2003 ist noch mehr Urwälder verloren gegangen. Wir haben noch mehr Plastik in den Meeren. Wir haben noch mehr Tiere verloren. Der WWF und Londons Zoological Society hat gerade Untersuchungen an 21.000 Tierpopulationen haben gezeigt, dass wir seit 1970 in 50 Jahren über 2/3 dieser Tierbestände verloren haben. Ein Irrsinn. Wir verlieren die Vielfalt auf unserem Planeten. Wir zerstören die Pflanzen und die Tierwelt in einer Geschwindigkeit, die wir nicht mehr einholen können. Ja, vor allen Dingen, es wird ja von vielen auch übersehen. Es ist ja glücklicherweise ganz langsam die Klimakatastrophe, die in den Fokus rückt. Aber über diese Biodiversitätsrate, die wir verlieren, redet kaum jemand. Und die ist laut vieler Wissenschaftler noch gefährlicher, weil damit wir ganz viele Funktionen der Natur verlieren. Gegen den Klimawandel können sich zumindest reichere Leute anpassen, aber gegen das Artensterben, das muss ganz dringend meiner Meinung nach auch in den Fokus. Absolut, und das geht ja auch leider Hand in Hand. Ne? Ja, es bedingt sich und verstärkt sich. Ja, auch dadurch, dass wir die Intaktheit der Wälder und der Meere verlieren, ist auch die Klimaaufnahmekapazität sehr beschränkt. Nur intakte Wälder, intakte Meere können uns überhaupt helfen, diese Klimaproblematik noch in den Griff zu bekommen, und auch die Klimaproblematik bedingt dann wieder, also das ist so ein Kreislauf, der im Moment stattfindet, den wir unheimlich schnell durchbrechen müssen und auch noch können. Das ist ja immer noch die gute Nachricht. Ja, ich hab hier ein schönes Bild, das du mir gegeben hast, das habe ich mal eingebaut, und zwar, das werde ich jetzt mal reinmachen für die Besucher, für die Zuschauer. Der Thomas kann dieses Foto nicht sehen, aber ich kann es sehen. Hier, genau, wir schauen jetzt darauf, da steht die Welt, und da steht, dass heute 1% von der Welt ist praktisch schon so heiß, dass man da nicht leben kann. Also wir haben, das sind die neuesten Berechnungen der NASA, die machen da sehr gute Studien, und die zeigt, dass wir nur auf 1% der Erdoberfläche im Moment für Menschen unlebbare Verhältnisse haben. Das sind Verhältnisse, wo wir permanent mehr als 35 Grad Temperatur haben. Da fängt der menschliche Körper an, nur noch wenigen Stunden sich nicht mehr wohlzufühlen. Das sind wirklich die einzigen Regionen, wo wir aufgrund der Hitze nicht mehr leben können. Und wenn du das nächste Bild zeigst, dann sieht man, dass sich diese Landmassen, ist es jetzt Afrika wahrscheinlich? Ich habe alle drei drin. Okay, dass sich diese Landmassen verzwanzigfachen werden innerhalb der nächsten 50 Jahre. Das ist die Berechnung. Das heißt, 20% der Erdoberfläche wird unbewohnbar werden, nur aufgrund der Hitze, weil wir dort permanent mehr als 35 Grad bekommen. Was heißt das? Das heißt natürlich, und das ist nur durch die Hitze, dass wir Hitzeperioden bekommen, die unheimlich lange sind, dass wir Ausfälle bekommen von Regionen. Eine zweite Studie sagt, dass damit ungefähr 1,2 Milliarden Menschen betroffen sein werden, die aus diesen Regionen flüchten müssen, regelrecht flüchten müssen. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet an Auseinandersetzungen, an sozialen Konflikten, an Kampf um Wasser, um Land, um Nahrungsmittel. Das kann doch keiner von uns wollen. Ja? Und das müssen wir aufhalten. Das können wir auch. Ja, es müsste losgehen. Aber ich glaube, die Dramatik ist vielen Leuten noch gar nicht so bewusst, zumal es oftmals ja noch so weit weg ist. Und ich habe hier ein anderes Bild von dir, das finde ich auch sehr einprägsam.
Das zeigt praktisch, wie es in Deutschland aussieht, wenn wir nichts tut, wenn wir nichts tun in wann genau steht jetzt hier nicht bei, aber das ist letztendlich das, was heute absehbar ist, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt. Wir verlieren wahrscheinlich noch mehr aufgrund der abschmelzenden Eiskappen. Ja, und wir haben noch nie so eine starke Schmelze gehabt wie jetzt. Und so könnte unsere Region aussehen, schon 2050, ja, in 30 Jahren. Liegt daran, dass diese Schmelze in den letzten Jahren, vor allen Dingen in der Arktis und leider jetzt auch in der Antarktis, so zugenommen hat. Ich messe nochmal eine Zahl rein. Allein im letzten Jahr hat Grönland über 500 Gigatonnen Eis verloren. Das ist über 1 Million Tonnen pro Minute. Das alleine vom letzten Jahr würde ausreichen, um Deutschland ungefähr 1,50 Meter unter Wasser zu setzen. Ja, diese Masse ist geschmolzen und die lässt natürlich den Meeresspiegel ansteigen. Hinzu kommt die Erwärmung, das heißt, das Meer dehnt sich auch noch weiter aus. Also wir werden wirklich große Probleme bekommen aufgrund der Hitze, aufgrund des Meeresspiegelanstiegs und auch aufgrund der wahnsinnigen Stürme. Das kommt ja noch hinzu. Wir merken ja, die Stürme werden mehr, häufiger, kommen näher. Ja, wir hatten schon Stürme, Hurricanes, das muss man sich mal vorstellen, die Richtung Europa gezogen sind. Die gehören gar nicht in unsere Region, weil die eigentlich ja immer Richtung Westen ziehen. Die drehen sich um, weil das ganze System anfängt, vom Golfstrom bis hin zu dem Jetstream durcheinander zu geraten. Und wir sägen nicht nur auf dem Ast, auf dem wir sitzen, sondern wir zünden auch noch den Baum an, ja, und setzen ihn auch noch teilweise wahnsinnig unter Wasser, ohne das Feuer löschen zu können. Denn das kommt ja alles zusammen. Nicht? Mhm. Wir haben ja auch, das wissen wir auch alle, du hast ja auch über Afrika geredet, die größten Waldbrände im Moment, ja, nicht nur in Kalifornien und in Sibirien und auch in Afrika brennt es immer mehr und immer häufiger und das kommt alles zusammen. Und der Klimawandel ist schon längst da. Ja, der ist da. Ja, das hört sich alles nicht so schön an und eigentlich wollte ich erstmal mit dir über ein paar erfreuliche Dinge reden, aber das ist eben genau das, wenn man über das Thema Ökologie heute mit Leuten redet, die da auch thematisch drin sind, man kommt gar nicht drum rum, über diese Dimension des Unfassbaren eigentlich sich auseinanderzusetzen. Und trotzdem waren ja sicherlich, so wie ich das ja in meiner Arbeit auch erlebt habe, bei dir auch, durch diese Nähe zur Natur und zur Nähe zu dieser globalen Thematik, waren ja sicher auch ganz viele wunderbare Erlebnisse im Lauf deiner Karriere als Umweltaktivist, die dich ja auch motivieren, weiterzumachen. Und ich würde mal ganz gern von dir ein paar hören, weil das sicher auch für die Zuschauer interessant ist. Was erlebt man denn, wenn man 35 Jahre mit Greenpeace arbeitet? Ja, Greenpeace wird jetzt 40. Mitte Oktober ist Greenpeace Deutschland 40 Jahre schon dabei. Und ich glaube, da ist eine Menge passiert. Ja, ich glaube, am Anfang ging es erstmal darum, der Natur überhaupt eine Stimme zu geben. Ja, und auch Taten statt Warten, eine neue Art des Aktivismus einzuführen, nicht nur darüber zu reden, sondern auch wirklich aktiv zu werden. Dann gab es eine Reihe von wirklich großen Erfolgen. Das muss man auch positiv sehen und da kann man auch stolz drauf sein. Mit Hilfe von vielen, vielen Menschen ist es gelungen, zum Beispiel die Antarktis, den Antarktis-Schutzvertrag zu bekommen. Ja, 50 Jahre wird dieser Kontinent nicht ausgebeutet werden. Wir haben ein Walfangmoratorium erreicht. Ja, wir haben uns von der Gentechnik großenteils verabschiedet. Die Atomkraft, die unheimlich gefährliche, sehen wir jetzt, keiner weiß wohin mit dem Müll, ist im Grunde am Sterben und auch die Kohle wird langsam immer weniger werden. Kommen große Erfolge hinzu über Schutzgebiete, die wir im Amazonas und auch in Russland erreicht haben. Also viele spannende Sachen, die einen immer wieder motivieren, auch weiterzumachen. Und ich glaube, wenn man das nicht hätte, wäre es schlimm. Trotzdem, nach all diesen Erfolgen, auch den schönen Erlebnissen, die wir mit Indigenen hatten in Kanada, die uns besucht haben, hier in Deutschland gesagt haben, ja, wir müssen zusammen für den Erhalt unserer Wälder kämpfen. Und wir haben es auch erreicht, dass die letzten Küstenregenwälder in Kanada schließlich geschützt werden. Trotzdem geraten wir jetzt in die größte Umweltkrise aller Zeiten. Anders kann man das nicht nennen, was da im Moment passiert. Und alles, was man vorher erreicht hat, plus was du angesprochen hast, das wahnsinnige Artensterben, steht jetzt auf der Kippe. Steht auf der Kippe und wir verlieren im Moment die Lebensgrundlagen, die wir selber brauchen. Für uns, für alle Pflanzen, für alle Tiere, aber von denen wir selber leben. Und deshalb ist das Motto eigentlich jetzt erst recht.
Ja, also wir müssen nicht nur weitermachen, sondern wir müssen noch mit mehr Anstrengung dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, dass auch die Politiker endlich reagieren und auch sich wirtschaftlich umstellt auf Verhältnisse, mit denen wir diese Welt auch in andere nächste Generationen übergeben können. Ja. Ich habe dir noch eine Grafik geschickt, vielleicht kannst du die einbauen. Ich will nur mal zeigen, was in Deutschland passiert. Ja, Moment, die habe ich. Ein Moment, die ist hier. Ich muss immer aufpassen, dass ich dich nicht wieder rausschmeiße, dass ich hier auf die richtigen Knöpfe drücke. Ja. Die sehen wir hier. Moment, und jetzt kommt das nächste Bild. Genau. Hier, das ist praktisch die Top 10 der CO2-Emittenten. Genau, in Europa. In Europa. Warum wir so sauer sind, so wütend sind auf die Politik, auf die Politikerinnen und auch in Deutschland sein müssen. Denn wir sind ja immer das Vorzeigeland, ja, für den Klimaschutz, das Vorzeigeland für Umweltschutz. Das sind wir nicht. Wir sind im Grunde die größten Klimaschweine, das muss man so direkt sagen, auch in Europa. Ja, obwohl wir es nicht sein müssen. Denn von den 10 größten CO2-Emittenten, wie man hier sieht, sind 8 Kohlekraftwerke und 7 davon stehen in Deutschland. Ja. Ja, die Braunkohle. Wir haben jetzt ein Kohleausstiegsgesetz bekommen, was immer noch erlaubt, fast 20 Jahre diese wirklichen Teufel der Klimaerwärmung weiterlaufen zu lassen. Warum? Ja, warum können wir nicht? Und wir sind eines der reichsten Länder in Deutschland und wir haben auch wirklich auch eigentlich ja alle Erkenntnisse und alle Fähigkeiten, etwas umzusetzen, nicht anfangen, es ernst zu meinen und damit anderen Ländern auch die Chance zu geben, zu zeigen, okay, was Deutschland schafft, was die vorzeigen, lohnt sich nicht nur, sondern das können wir nachmachen. Ja, und wenn wir das nicht tun, gibt es keinen Grund, dass Indien oder selbst was Brasilien da jetzt macht oder Uruguay oder nimm was immer für ein Land, einfach das weitermacht, was sie jetzt machen und sagen, nö, wir werden auch nichts umsetzen. Dann ist die Welt wirklich bald verloren. Ja, und das ist aber auch für mich jetzt ein schönes Stichwort, darüber nachzudenken, warum es heute wichtiger denn je ist, Einsatz zu zeigen, eben mit Greenpeace, zivilen Ungehorsam, dass man die Leute mobilisiert, wirklich zu zeigen, Entwicklungen sind oder wir sind mit Entwicklungen nicht einverstanden. Und da finde ich dieses Kohleausstiegsgesetz ganz geeignet als Beispiel. Die haben ja jetzt beschlossen, 2038, dann gehen wir raus. Ja. Und ich glaube, es liegt tatsächlich jetzt in der Kraft der Zivilbevölkerung, mit zivilem Ungehorsam so viel Druck aufzubauen, dass diese Erosion einfach viel schneller geht. Und ich glaube, da gibt es auch erste Anzeichen dafür. Also bei all dem, was negativ läuft auf der Welt, glaube ich, dass wenn mal so ein gewisser Punkt erreicht ist, dass sich dann Prozesse, die blockiert sind, wieder auch beschleunigen können, nicht nur ins Negative, was wir gerade in der Ökologie global sehen, aber auch in unserer Gesellschaft ins Positive. Und ich persönlich träume ja jede Nacht und bete und mache meinen Regentanz, dass wir im November in 5 Wochen in den USA einen Politikwechsel hinbekommen. Weil ich glaube, das ist auch, wenn man auf globaler Ebene das sieht, was passieren muss, und Ökologie ist global, dann müssen die ganz großen Bremser raus, damit Prozesse in Gang kommen können. Und spätestens dann, wenn Braunkohle unwirtschaftlich ist, was sie ja eigentlich rein rechnerisch heute schon ist, dann ist die schneller weg vom Fenster, wie man gucken kann. Das ist zumindest meine große Hoffnung. Das ist doch der Ärger, glaube ich, weil wir alle Lösungen und alle Konzepte schon auf dem Tisch haben, ja, für eine bessere Mobilität, für eine saubere Energiewirtschaft, für auch eine Agrarwende, die funktioniert. Gibt's alles. Wir brauchen endlich, was du angesprochen hast, Führungspersönlichkeiten in allen Etagen, die das umsetzen, was schon längst da ist. Sonst haben wir uns, rennt uns die Zeit weg, ja. Man muss einfach auch diesen wenigen Temperaturanstieg vergleichen, zum Beispiel mit der eigenen Wohlbefinden im Körper. Wir fühlen uns bei 37 Grad wohl, bei 39 schon nicht mehr. Und da ist die Erde jetzt 2 Grad fast wärmer. Ja, 1 bis 2 Grad werden wir erreichen in den nächsten Jahren. Das kann man kaum noch verhindern. Noch 2 Grad mehr, sind wir bei 41. Dann kannst du dir vorstellen, wie man sich selber fühlt, nämlich kurz vorm Sterben. Und so würde es der Erde auch gehen. Wir haben nur wenige Grad, die wir überhaupt zulassen können. Am liebsten nicht mehr wie 1,5. Alles, was darüber kommt, wird katastrophal. Eine Erde mit 4 Grad plus kann ich mir nicht vorstellen. Und wir rennen in dieses Szenario hinein. Deshalb brauchen wir endlich mutige Politiker, mutige Wirtschaftsdenker, die wirklich vorangehen und sagen, wir setzen das um, was da passiert, denn sonst können wir das wirklich nicht halten. Und ich gebe dir recht, Margot, es gibt auch viel Hoffnung. Ja, es gibt nicht nur diesen ganzen wilden
apokalyptischen Szenarien, die eintreffen können, aber guckt ihr uns die Bewegung an von Friday for Future zum Beispiel. Guckt uns, lasst uns wirklich auch diese Organisation mit unterstützen, lasst uns alle wirklich auch selber mit anpacken und was tun, nicht nur hoffen, dass Trump nicht mehr gewählt wird, sondern endlich hier auch zu zeigen, wir können es. Ja, wir können es selber in unserem eigenen Umfeld, in unserem eigenen, an der eigenen Umwelt auch, und wir können es auch mit der nächsten Generation. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, und deshalb anpacken. Ja, ich habe jetzt gerade mal das Bild rein, das du mir gegeben hast von Friday for Future. Und ich muss sagen, wir haben jetzt ja längere Zeit keinen Kontakt gehabt. Aber mir ging es genauso, als du mir im Vorgespräch gesagt hast, was dir Hoffnung gibt, unter anderem die junge Generation. Als ich jetzt nach 30 Jahren Fotograf und Aktivistentum wirklich am Boden lag, weil ich kaum noch Hoffnung habe, da kam die Jugend gerade im richtigen Moment und hat gezeigt, hey, wir sind nicht damit einverstanden. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Und das hat mich als alten Sack auch wieder total motiviert, da weiterzumachen. Also das fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Und da muss man sich, ich glaube, also das ist für mich, abgesehen von meiner Nähe zu Greenpeace, und ist das meine Hauptaufgabe, genau diese Jugend zu unterstützen. Was ja Greenpeace auch auf ganz vielen Ebenen macht, was ich auch wunderbar finde, gell? Ja, wir müssen uns verknüpfen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, wir müssen andere mitreißen, ja, und wir müssen sie auch davon zu überzeugen, dass jetzt die Schritte gegangen werden müssen und nicht erst in 10 Jahren. Ja, da sind wir viel zu spät, dass wir dafür die Konzepte, ich wiederhole mich, die wir haben, endlich umsetzen. Mhm. Ja, ob im Kleinen, zu Hause oder im Großen mit der Politik, die man mit beeinflusst. Dann kriegen wir es noch hin. Ich denke auch, die Kommunikation ist oftmals das Entscheidende. Und was, du hast es ganz gut verglichen mit dem menschlichen Körper und dem, was auf der Erde stattfindet. Ich bin ziemlich sicher, dass viele Leute über dieses, wir müssen die 2 Grad erreichen, dass die darüber lächeln, weil sie sich einfach nicht vorstellen, was 2 lächerliche Grad bedeuten können. Und wenn man mal in der Klimahistorie zurückgeht in die letzten paar Millionen Jahren oder Milliarden, 5 Grad bedeutet, ein Planet ist komplett unbewohnbar. Und ich denke, das muss auch kommuniziert sein. Und ich habe bei mir angefangen zu versuchen, die richtige Wortwahl zu wählen. Nicht zu drastisch, aber auch nicht verharmlosend. Ich versuche zum Beispiel nicht mehr vom Klimawandel zu reden, sondern von der Klimakatastrophe. Denn nichts anderes als eine Katastrophe ist es. Und wir stecken da mittendrin, gell? Und, richtig. 2 Grad, Markus, ne? Auch um in dem Bild zu bleiben der Wälder, würde bedeuten, ja, schon bei 2 Grad plus, dass wir wahrscheinlich den Amazonas komplett verlieren. Er hält diese Temperaturunterschied nicht aus. Das gilt auch für die borealen Wälder. Die fangen nicht nur an zu brennen, wie verrückt. Ja, auch für die deutschen Wälder trocknen regelrecht aus, sterben aus und sind dann noch, fehlen uns dann noch als einer der größten Puffer. Nämlich, das sind nämlich die Lebensräume, die den meisten CO2 aufnehmen im Moment, um diesen Kohlenstoff überhaupt wieder aus der Atmosphäre zu bekommen. Ja. Die Wälder müssen geschützt werden, die Meere müssen geschützt werden. Wir müssen einfach weg davon kommen, diese Energie, die wir jetzt benutzen, nämlich vor allen Dingen Kohle, Öl und Gas, weiter zu verbrennen und einfach das umsetzen, was eigentlich menschlich, im menschlichen, was eigentlich klar ist. Klarer Menschenverstand bedeutet einfach nur den Folgen. Und dann kriegen wir es auch noch hin. Aber es muss jetzt passieren. Also weiterkämpfen. Ja, wir machen weiter, lieber Thomas, auf die nächsten 25 oder 35 Jahre. Wir sind noch jung und dynamisch. Wir können das noch. Und wir haben jetzt eine junge Generation, die uns vorlebt, wie es geht oder zeigt, wie es geht. Und ich glaube, gerade wenn man dann auch Erfahrung hat und diese Erfahrung in den Dienst der Sache stellen kann, ist cool. Ja. Lieber Thomas, du bist im Moment Koordinator der Feierlichkeiten zum Jubiläum 40 Jahre Greenpeace Deutschland. Weltweit ist es ja schon das 50-jährige Jubiläum im kommenden Jahr. In Deutschland sind wir bei 40 angekommen. Ja. Was können denn die Leute erwarten in den nächsten Monaten? Was passiert denn bei Greenpeace zu diesem Jubiläum? Ja, ich hatte noch vor ein paar Jahren gesagt, das ist auch ein Grund, mal zu feiern. Ja, dass wir wirklich auch stolz drauf sein können, was alles erreicht wurde. Und da gibt es eine lange Liste wirklich von Erfolgen. Aber es gibt im Moment keinen Platz für Ruhe. Das hat nichts mit Corona zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass wir wirklich in diese größte Umweltkrise aller Zeiten rennen. Und deshalb ist unser Job im Moment, glaube ich, nicht groß zu feiern und uns auf den Erfolgen auszuruhen, sondern weiterzumachen. Ja, mit ganz starken, wirklich auch Aktionen, wie man Greenpeace kennt, mit neuen Konzepten, mit auch neuen Aktionsideen.
Ja, weil wir auch im Moment der Meinung sind, wir müssen noch stärker auftreten. Wir müssen zum Beispiel das Recht auf Klima, auf sauberes Klima, auf saubere Umwelt einklagen, mit juristischen Dingen vorangehen, weil das, was uns zusteht, ja, steht ja alles in den Gesetzen, wird einfach nicht umgesetzt. Mhm. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch innovativer und kreativer zu werden, auch Allianzen zu bilden, an die man vielleicht nicht denkt, weil wir es nicht alleine bewegen wollen und auch können. All das wird man natürlich auch von uns nicht nur erwarten, sondern das soll natürlich auch kommen. Das muss nicht nur in den nächsten Jahren kommen, sondern das geht jetzt los. Ja, wir brauchen auch ganz klar, wenn man hier an Deutschland denkt, wo jetzt riesige Investitionen stattfinden in den neuen Green Deal, ja, in das grüne neue Denken, dass das umgesetzt wird in einer Wirtschaftsform, die auch ökologisch basiert ist und nicht wieder in altes Wirtschaftsform, die uns nämlich in diese Katastrophe geführt hat, dass sie weiter unterstützt werden. Also da gibt es viele Ansätze auch und auch viele Möglichkeiten. Und natürlich gehört das dazu auch, dass Greenpeace weiter aktiv bleibt. Und es bleibt das Motto, Taten statt Warten. Ein wunderbares Schlusswort, lieber Thomas. Ich danke dir sehr. Für mich war das jetzt ein ganz toller Start. Mit dir hat meine Zusammenarbeit mit Greenpeace begonnen. Mit dir hat mein neues Format begonnen, das ich mit Greenpeace hier versuche umzusetzen. Mal gucken, wohin die Reise geht. Ich danke dir von Herzen. Auf weitere 40 Jahre Taten statt Warten. Der Planet ist es wert, dass wir weitermachen. Ich danke dir von Herzen. Ja, auch alles Gute. Tolle Show, die du da machst. Tolle Messages, die du hast. Lass uns weitermachen. Alles danke gut. dir. Tschüss. Ja, liebe Leute, ich gucke auf meine Uhr und ich bin innerhalb des Zeitplanes. Ich habe gesagt, eine Stunde versuche ich einzuhalten. Jetzt haben wir 57 Minuten, das ist cool. Vielleicht zwei Anmerkungen noch von mir privater Seite, wobei es ist gar nicht privat, hat auch mit Greenpeace zu tun, denn auch ich versuche einen kleinen Beitrag zu leisten zum Greenpeace-Jubiläum. Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich durch Friday for Future aus einer Krise geholt wurde und diese Krise, die war tatsächlich das, dass ich ein bisschen die Kraft verloren hatte. Bei mir war es die Wahl vom Präsidenten Bolsonaro in Brasilien. Sie wissen, ich bin zwei Fehler. Sie nicht mehr. Ihr wisst, oder manche von euch wissen, ich bin mit einer Brasilianerin verheiratet. Und da hat sich ein Mensch an die Macht bringen lassen, der schon im Vorfeld angekündigt hat, er will den Amazonas in Farmland umwandeln. Und das hat bei mir wirklich zu einem kompletten mentalen Ausfall geführt. Und so eine Therapie, die ich mir selbst verordnet habe, war dieses Buch zu schreiben, das ihr jetzt hier seht. Allein kann ich die Welt nicht retten, ist die Geschichte von mir und Greenpeace und das, was ich die letzten 30 Jahre innerhalb meiner Arbeit als Fotograf und innerhalb der letzten 20 Jahre meiner Arbeit als Aktivist habe erleben dürfen. Das Buch kommt am 16. Oktober raus. Würde mich natürlich freuen, wenn es der eine oder andere liest. Aber es ist auch die Grundlage einer Multimedia-Show, die ich jetzt während Corona produziert habe und die wir zusammen mit Greenpeace auf Bühnen bringen wollten. Im Moment wird es wahrscheinlich eher Online-Streams sein. Also ob es im Herbst noch mit Bühnen klappt, das wissen wir nicht. Aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Aber spätestens dann, wenn Corona halbwegs wieder zur sicheren Durchführung von Veranstaltungen es ermöglicht, dann gehen wir wieder auf die Bühnen in den kommenden Jahren. Und dann ist diese Show sicherlich Teil meines Programms. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich fast am Ende. Wir haben jetzt folgenden Programmpunkt noch. Das ist aber gar nicht mehr offiziell, sondern für all die, die noch wollen, die mir im Laufe der letzten Stunde Fragen gestellt haben. Da werde ich jetzt gleich meine liebe Kollegin, die Caroline, zuschalten, wenn es dann klappt. Und davor vielleicht noch ganz kurz, und zwar, das ist eigentlich jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Es wird ja nochmal eine neue oder eine weitere Folge geben und dann die nächste im Monat darauf. Und ich freue mich ganz arg, dass am 28.10. mit dem Roland Hipp ein weiterer sehr prominenter Greenpeace-Kämpfer hier am Start ist. Das ist der momentane Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland und mit dem werde ich mich auch unter anderem über Greenpeace, aber den Zustand der Welt unterhalten. So, und jetzt kommt wieder die große Frage, schaffe ich es,
jemanden zuzuschalten. In dem Fall meine liebe Kollegin Caroline. Ja, sie ist da. Der Kaugummi ist aus dem Mund, liebe Caro. Jetzt bist du dran. Und zwar, ich habe gerade mit dem Thomas, glaube ich, ein sehr anregendes Gespräch geführt. Sind denn aufgrund meines Vortrages oder aufgrund des Gesprächs vom Thomas mit dem Thomas, sind denn Fragen aufgekommen? Ja, hi Markus und hallo auch alle zusammen. Erstmal wirklich Markus, danke für den tollen Vortrag. Wir arbeiten ja jetzt auch schon, glaube ich, fast 6 Jahre zusammen und ich kannte diese Reise noch nicht, also auch für mich sehr spannend. Und auch nochmal ein Danke auch an Thomas. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch und nicht böse jetzt gemeint, du hast dich ja selbst auch alter Sack genannt vorhin. Euch Urgesteine, sage ich mal, oder Langzeit-Umweltaktivisten wirklich ja auch reden zu hören. Ihr habt wirklich sehr viel ja, Erfahrung und vor allem auch Wissen. Das ist wirklich toll und ich bedanke mich erstmal ganz herzlich dafür. Und nicht nur ich, denn es gab auch wirklich viele Anmerkungen und auch Fragen. Zum Beispiel meinte Babs, genau das, was ich eben schon gesagt hatte, danke Markus für dein Engagement. Danke an alle da draußen, die teilweise ihr Leben für unsere Mutter Erde riskieren. Danke Greenpeace für eure Arbeit und dafür spende ich gerne. Dafür danken wir natürlich. Und es gab auch zum Beispiel einen Dr. Klaus Hinrichs, der auch nochmal meinte, sehr schöne Fotos. Auch danke direkt an dich, Markus. Und dann auch Jana Kramer, die ist wohl öfters dabei, die sagte auch vielen Dank, wie immer, sehr interessant. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Nur damit du es auch mal hörst. Ich weiß ja nicht, wie viel du sonst auch mitbekommst. Dankeschön. Ja, also jetzt während der Show habe ich nicht die Kraft gehabt, noch auf die Streams zu gucken. Also da bin ich dann schon zu fokussiert. Aber ich freue mich natürlich, wenn es eine positive Rückmeldung gibt, weil wir versuchen ja gerade so ein bisschen was Neues zu machen, nämlich im Internet über Ökologie, über Natur, Umwelt und Zukunft zu reden. Ich glaube, wenn ich jetzt 30 Jahre jünger wäre und Schminktipps geben würde oder irgendwelche lustigen Sachen vorstellen, dann hätte man binnen kürzester Zeit Hunderttausende von Followern. Das ist bei unserem Thema ein bisschen schwieriger und deswegen bin ich auch so dankbar für mit Greenpeace, dass sie jetzt das mit uns auch machen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das noch eine ganze Weile machen dürfen. Neben den Bühnenauftritten auch im Internet. Ach, davon gehe ich aus. Ne? es gab zum Beispiel auch eine Anmerkung. Ich komme jetzt auch gleich schon mal zu den Fragen. Ach so, abgesehen davon, es waren wirklich konstant 600 Leute online und haben zugeschaut. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber auf jeden Fall die ganze Zeit. Also es scheint wirklich, die sind alle dran geblieben. Und es kam auch Anmerkungen natürlich zu dem Wald, als du die Bilder gezeigt hast, wie die Stämme rausgezogen wurden. Und da sagte RXCA, eine sie oder er, das tut sehr weh, sowas zu sehen. Das sehe ich natürlich genauso. Und du meintest ja auch, als du dann den Anblick hattest von den Hölzern am Hafen, dass du an uns Menschen gezweifelt hast in diesem Moment. Um es ins Positive versuchen zu drehen, was kannst du uns Zuschauern denn mitgeben, was sie tun können, damit das aufhören kann? Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Im Moment brennen die Wälder weltweit, es wird geholzt und ausgebeutet, wo es nur geht. Manchmal habe ich so das Gefühl, es passiert gerade, weil jeder denkt, jetzt lang geht's eh nicht mehr, jetzt nehmen wir mal nochmal, was wir kriegen können. Also was jeder Einzelne tun kann, ist, einerseits ist es, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber einerseits ist es tatsächlich, Organisationen wie Greenpeace zu unterstützen, weil die eben eine Stimme haben, die auch gehört wird, inzwischen weltweit bekannt ist. Andererseits natürlich im persönlichen Umfeld, wenn wir das Holz jetzt, abgesehen von dem Holz, was rausgenommen wird, die Zerstörung der Wälder als Thema haben, dann gibt natürlich ganz klar der Blick in den eigenen Kühlschrank. Das kann ich wahrscheinlich bei jeder Sendung, die wir hier machen, immer wieder sagen, liebe Leute, unser Konsum, der hat ganz viel mit dem zu tun, was auf der Welt passiert. Denn die Bakas in Afrika, die tun ihre Bäume nicht abholzen, die brauchen das nicht. Das wird abgeholzt, weil wir Konsumenten in den reichen Ländern Papierhandtücher brauchen, weil wir viel Fleisch essen, weil wir Möbel in unseren Garten stellen aus Tropenholz und, und. Also das ist tatsächlich der Blick nach innen. Wo ist mein Konsum und was hat mein Konsum für Auswirkungen? Das kann man nicht von heute auf morgen umstellen und auch nicht alles wissen, aber sich bewusst zu machen, dass jeder Einzelne da was tun kann, finde ich schon recht wichtig. Aber, und das ist jetzt vielleicht der noch wichtigere Gedanke,
Wir brauchen ein Umdenken auf viel höherer Ebene, nämlich auch politisch, dass wir Regierungen an die Spitze setzen, die das Thema Natur auch als wichtig empfinden. Das heißt, es nützt nichts, wenn wir alle hier im Volk in die Askese treten oder ein Teil davon zumindest, und wenn aber die politischen Vorgaben immer noch darauf aussehen, dass es eigentlich nur darum geht, die Wirtschaft zu unterstützen und nicht zu hinterfragen, was hat das für Auswirkungen auf Ökosysteme, aufs Klima, auf Menschen. Das sind ja so vielseitige oder vielfältige Themen. Es ist komplex, aber eine aufgeklärte Zivilgesellschaft, die aktiv ist, die ist mir am liebsten. Okay, ja, das wäre es mir auf jeden Fall auch. Es gab dazu trotzdem, manchmal gibt es ja auch dann so detaillierte Fragen, auch nochmal zu dem Thema, wie Bounce-Höhe, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sagte, beim Holzkaufen im Baumarkt kann man Tropenholz einfach vermeiden, klar. Aber wie kann man bei andersweitigen Papierprodukten Tropenholz vermeiden? Also wie so im Alltag? Also das ist eigentlich ganz einfach, indem wir Recyclingpapier kaufen. Und das ist ein Thema, das mich ganz persönlich seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Und es ist 35 Jahre her. Da war damals das Thema, endlich unsere Schulhefte auf Recycling umzustellen. Und wir haben eine Schülerzeitung gemacht, Sonderthema Recyclingpapier, Toilettenpapier. Und für mich als junger Bursche war klar, wenn wir das jetzt pushen, in 5 Jahren ist das Thema erledigt, dann nimmt aus Vernunft kein Mensch mehr irgendwie ein Produkt, das nicht aus Recyclingpapier ist, weil alles andere ist eigentlich unlogisch. Alles andere braucht mehr Wasser, braucht mehr Energie, braucht neuen Wald. So, und was haben wir heute, 35 Jahre später, für eine Situation? Es gibt weniger denn je Produkte aus Recyclingpapier, und das Einfache, das Bessere, also das vermeintlich Bessere ist nicht besser, sondern das, was die Leute glauben, was luxuriöser ist, hat sich durchgesetzt. Das heißt, es reicht bei uns Menschen nicht, dass wir begreifen, dass das oder das vielleicht in einer gewissen Form sinnvoller ist, sondern es braucht Mehrheiten, die das dann umsetzen. Und das hat die Politik in den letzten Jahrzehnten einfach nicht gemacht. Ja, echt schade. Du hattest am Anfang der Reise gesagt, es wäre eine Reise der Extreme gewesen. Ich habe mich natürlich gefragt, sind nicht alle deine Reisen irgendwie extrem? Aber zum Beispiel erzähltest du die Geschichte über das Lager der Wilderer, gerade am Anfang. Wenn ich das jetzt höre, dann wird mir natürlich mulmig zumute. Mich würde interessieren, in diesem Fall, was denkst du in solchen Situationen? Also wie gehst du damit um? Also ich muss eins sagen, manchmal wundere ich mich da über mich selber. Ich bin glücklicherweise kein wirklich ängstlicher Mensch. Also ängstlich in Form von feige. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, was ich da sage. Aber ich merke manchmal selber, wie ich in Situationen, wo es gerade auch Jahre später dann im Amazonas, wo es fallbrenzlig wurde, ich hatte dann immer so hinterher das Gefühl, hoi, hoppla, ich bin eigentlich relativ ruhig geblieben. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich im Laufe der Jahre einfach ganz viele Erfahrungen gemacht habe. Also damals saß ich damals war ich knapp über 30, also ist mir auch kein ganz junger Mensch mehr, aber es war eine völlig neue Situation für mich. Und da hätte es tatsächlich sein können, als ich in dem Zelt lag, dass jetzt plötzlich um mich rum es Schießen losgeht. Und man ist in einem Ort, wo man allein überhaupt nicht mehr rauskommt. Also ich wäre völlig ausgeliefert gewesen. Und natürlich habe ich in solchen Situationen Respekt. Und damals hatte ich auch wirklich Angst. Und eine gewisse Angst hätte ich heute immer noch. Aber ich habe, glaube ich, inzwischen so eine ganz gute Fähigkeit, nicht in Panik zu geraten. Weil das ist eigentlich der schlechteste Berater, dass wenn man dann durchdreht, dann macht man Dinge nur schlimmer. Und das ist ja besonders, wenn es Konfrontationen gibt bei Menschen. Die meisten Unfälle passieren, weil einer die Nerven verliert. Das kann innerhalb der Ehe sein, wenn man wütend ist, dann bauscht sich was auf. Und wenn sich zwei Parteien im Wald nachts gegenüberstehen und jeder hat eine Knarre in der Hand und die eine Partei weiß, eigentlich könnte die andere mich ins Gefängnis bringen, dass sowas eskalieren kann, ist völlig klar. Und deswegen habe ich von eigentlich immer in meinen Reisen ein ganz schlechtes Gefühl, wenn Begleiter, die zu meinem Schutz abgestellt sind, wenn die Waffen dabei haben. Und ich eigentlich fast immer gesagt habe, Leute, tut diese Knarren da raus, das macht uns nicht sicher, haltet die zu Hause. Und das wird aber nicht überall gemacht, weil in manchen Ländern, Äthiopien oder so, da ist es Pflicht. Da müssen die mitgehen mit ihren Knarren, und das macht aber das Sicherheitsempfinden für mich nicht höher. Weil jede Knarre ist dann auch dazu da,
genutzt zu werden. Wenn kein Gewehr oder keine Pistole da ist, kann auch keiner erschossen werden. Jetzt kommen wir gleich mal zu so einer ganz woanders hin, in einer organisatorischen Frage. Und zwar fragt jemand, ob man die statistischen Grafiken aus dem Vortrag irgendwo einsehen oder runterladen kann. Wie können wir das lösen? Also die Sachen, die der Thomas mitgebracht hat, ich glaube, man muss heute nur bei Google ein bisschen suchen. Alles, was da an Grafiken im Internet ist, ist zugänglich. Dann also jetzt zum Beispiel einfach mal bei Google Meeresspiegelanstieg eingeben oder Diagramme Meeresspiegelanstieg und dann mal auf Bilder gucken. Da gibt es ganz viele Sachen. Oder auch zum Waldverlust oder zu anderen ökologischen Themen. Es ist fast alles inzwischen offen im Internet zu bekommen. Und wenn man dann ganz speziell was will, kann man ja mal in Hamburg bei Greenpeace anrufen und dann wird man durchgereicht in eine gewisse Abteilung und kriegt vielleicht was. Also die Sachen, die wir heute hier gezeigt haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass die gut einsichtig sind bei Google oder wo auch immer man suchen möchte. Es gibt ja noch andere, zum Teil viel bessere Suchmaschinen. Ja. Und du hast es ja oder auch gerade Thomas ja angesprochen, dass Greenpeace jetzt 40 Jahre alt wird. Und du bist ja nun wirklich auch sehr lange ein treuer Weggefährte von Greenpeace. Die Frage ist, wieso hast du dich für Greenpeace als Organisation entschieden? Du hättest ja auch eine andere nehmen können. Ja, das war eigentlich relativ einfach, weil der Trigger, das, was mich damals so ein bisschen auch damals aus einer gewissen Lebenskrise rausgeholt hat und mir diesen Sinn gab, war ein Artikel im Greenpeace-Magazin. Das war eben, das Magazin hieß Die Fantastischen Sieben, da war ein Wolf drauf. Und dann habe ich das aufgeschlagen und habe gelesen über diese tollen Waldgebiete. Und ich war ein Mensch damals, der wirklich geglaubt hat, er weiß Bescheid und hat die Welt bereist und er hat schon viel gesehen und ba, ba, ba. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich weiß ja gar nichts. Ich wusste, es war mir nicht im Ansatz bewusst, dass der Mensch auf unserem Planeten 80% aller Urwälder zerstört hat schon. Das war für mich so der Schock. Und damals war ich in so einer Lebenskrise, wo ich mir wirklich nach Sinn gesucht habe. Und das war so der Auslöser. Ich sage, okay, da gehe ich jetzt ran. Und deswegen habe ich damals tatsächlich, ich habe dieses Magazin in Händen gehalten, habe geguckt, da wurde immer wieder der Name Thomas Henningsen erwähnt. Und das war so aus dem Bauch heraus. Ich habe zum Hörer gegriffen, habe bei Greenpeace angerufen und gesagt, hey Leute, Quatsch, natürlich nicht, hey Leute, aber gesagt, hallo, hier ist der Markus Mauti, könnte ich mal den Thomas Henningsen sprechen? Und das völlig irre war, 10 Sekunden später war der am Apparat. Ich weiß ja von jetzt 20 Jahre später, wie selten man einen Greenpeace-Aktivisten oder einen Campaigner an die Leitung bekommt, weil die immer unterwegs sind. Aber damals hatte ich beim ersten Anruf Glück und hatte ihn dann am Apparat und er hat mir diese Chance gegeben und hat gesagt, zeig mal, was du kannst. Und dann habe ich die Leitzhalle, den kleinen Saal mit 600 Sitzplätzen gemietet in Hamburg, weil ich gesagt habe, ich muss das richtig machen. Da habe ich so eine 10-Meter-Leinwand aufgebaut und ich werde es nie vergessen, mein Leben lang. Da stand ich da auf der Bühne vor dieser riesen Leinwand, blickte auf 598 leere Sitzplätze und nur die zwei Personen saßen da in der Mitte und ich habe dann so eine halbe Stunde einfach damals USA-Bilder gezeigt und die haben sich immer unterhalten und ich dachte, um Gottes Willen, ist es so langweilig, was ich mache. Aber das war natürlich Unterhaltung über die Thematik und am Schluss haben sie mir die Chance gegeben und so ist dann im Lauf der Jahre dieses Vertrauensverhältnis entstanden und ist für mich mit die wichtigste Entwicklung meines Lebens, weil ich wüsste gar nicht, wie ich das heute machen könnte ohne Greenpeace, die starke Kraft dahinter, die es möglich macht, dass ich seit 20 Jahren über Ökologie reden darf. Weil es interessiert ja nicht wahnsinnig viel. Kommerziell ist es nicht, wenn ich den Leuten mit einem normalen Vortrag Regenwald brennend zeige, da zahlt ja keiner 20 Euro für. Die Leute wollen nach wie vor viel bespaßt werden und bin eben dankbar für diese Brücke hin zu dieser Thematik. Und ich glaube, die zu unseren Shows gekommen sind, die merken auch, dass beides geht. Man kann die Schönheit zeigen, man kann aber auch die Realität ansprechen. Das wäre auch nochmal meine letzte Frage. Und zwar zeigst du ja die schönen Bilder und gleichzeitig hast du ja teilweise auf Reisen einfach Erfahrungen, die man eigentlich nicht haben möchte, ne? Weil es einfach desaströs läuft. Wie schaffst du es eigentlich immer wieder? Und das auch als Tipp vielleicht für andere, die auch mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sind. Wie schaffst du es eigentlich weiterzumachen oder auch immer einen Tick Hoffnung zu bekommen? Ja, das ist nicht einfach. Und
Das sage ich auch ganz offen. Vor 2 Jahren hatte ich diesen Zusammenbruch. Weil seit der Klimakonferenz in Kopenhagen immer weiter, es ging immer weiter bergab und immer schneller. Und ich hatte tatsächlich auch keine Kraft mehr. Inzwischen kann ich damit besser umgehen. Und zwar aus dem Grund, weil ich auch durch das Schreiben dieses Buches, wo ich mal einfach auch gemerkt habe, warum geht es mir eigentlich so schlecht, eben weil ich die vielen zwar sehr schönen, aber auch schlimmen Dinge erlebt habe. Ich habe dann gemerkt, es macht keinen Sinn, wenn ich die Last des zerstörenden Planeten alles auf meine Schulter lade, weil ich kann den Planet, ich kann diese Entwicklung nicht aufhalten. Was ich kann ein Vorbild innerhalb meines Lebenskreises sein, ich kann meine Geschichten erzählen, kann den Menschen, die es hören wollen, die Wahrheit sagen, so wie ich sie empfinde. Und ich kann meiner Familie ein guter Vater sein, in Brasilien unsere Umweltprojekte machen. Und das ist schon viel mehr, als man, also da kann man schon sehr dankbar drauf sein. Und wenn das dann das kleine Puzzlestückchen ist, das dann mit vielen anderen Puzzlestückchen zum Wandel führt, dann kann man stolz auf sich sein. Aber ich werde sicherlich nie irgendwie der entscheidende Faktor sein. Nicht, dass ich das je geglaubt habe, aber ich habe einfach die negativen Strömungen zu nah an mich rangelassen und habe nicht mehr stark genug auf das Schöne geguckt. Weil wenn man das mal macht, hat man keine Lebensfreude mehr. Und das wird auch so weitergehen. Die negativen Schlagzeilen werden weiter auf mich einprasseln. Ich werde aber weiter mich an meiner Tochter erfreuen, meiner Familie. Ich werde weiter in Brasilien in Bäumen beim Wachsen zugucken. Auch wenn ich weiß, dass wenn ich 500 Bäumchen pflanze, dass genau in der gleichen Zeit 50.000 woanders abgebrannt werden. Aber in dem Moment muss ich das ausklammern, sonst klappt es einfach nicht. Ich dachte eigentlich schon, dass die Fragen fast schon zu Ende gehen. Jetzt kriege ich gerade noch über mein Handy noch Nachrichten rein. Und zwar sagt oder fragt Ricarda Sky, kannst du vielleicht noch etwas zum Mercosur-Abkommen erzählen? Das ist auch ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Naja, Mercosur ist ja gerade auch bei Greenpeace gerade ein wirklich heißes Thema, weil das zeigen kann, auch in der Corona-Zeit, ob wir was gelernt haben. Machen wir so weiter wie bisher? Lassen wir alles durchschleusen, was die Wirtschaft will, bekommt sie? Oder fangen wir an, darüber nachzudenken, dass nicht alles, was irgendwo manche gut finden, auch gut für den Planeten ist? Insbesondere Mercosur ist ein Brandbeschleuniger des Amazonas-Niederganges, weil genau das die Folge hätte, dass wir noch mehr Soja und noch mehr Fleisch und noch mehr Holz aus Brasilien kaufen. Und das ist etwas, wo die Zivilgesellschaft der Politik sagen muss, wir wollen das nicht. Und das passiert auch zum Teil, zum Glück momentan. Das heißt, das Mercosur-Abkommen hat in der Tat eine Chance, dass es nicht ratifiziert wird, weil die Politik Widerstand fühlt. Und das ist ebenso auch so meine große Hoffnung, die ich habe. Man muss ja auch immer aus negativen Erlebnissen dann, wie gesagt, Hoffnung oder was Positives rausziehen. Und für mich wäre das, dass wir tatsächlich durch Corona, was ja auch nichts anderes ist als ein Symptom für den falschen Umgang mit dem Planeten, die Übertragung einer Seuche von Tieren, weil wir zu viel Tiere essen, dass wir daraus lernen und sagen, hey, vielleicht müssen wir unsere Stellschrauben in der Gesellschaft verändern. Und das ist so meine Hoffnung, dass das jetzt passiert. Wir haben ja letzte Woche wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer gehabt, nachdem es ja monatelang aus den Medien war das Thema Klima und Artensterben, haben die Fridays for Future letzte Woche mit ihrem 4. Klimaaktionstag ein Lebenszeichen gesetzt. Und das war auch extrem wichtig. Und wir hören in den Medien, das Pantanal in Brasilien, da brennen gerade 26.000 Feuer in einem Feuchtgebiet. Also es ist kein Grund, sich auszuruhen. Im Gegenteil, Thomas hat es ja auch wunderbar schon gesagt. Lasst uns aktiv bleiben. Und Mercosur verhindern steht da ganz oben auf der Liste. Und ich glaube, da ist Greenpeace ganz gut dabei. Super, danke Markus. Ich kriege gerade noch mal von Hugo W. rein. Auch heute wieder herzlichen Dank für den Bericht, lieber Markus Raute, und für die wahnsinnig Bilder. Also das kommt hier wirklich öfters rein, damit du es auch hörst natürlich. Und vielleicht kannst du ja auch den Zuschauern, also den allen da draußen auch erzählen, was vielleicht bei der nächsten Serie, die ja auch in einem Monat stattfindet, passiert. Genau, das mache ich genau in dem Moment, nachdem ich mich von dir verabschiedet habe. Ach so. Liebe Caro, ich danke dir und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder gemeinsam uns unterhalten, Fragen beantworten. Und ich bin selber gespannt, wie das weitergeht. Ich erkläre jetzt den Leuten gleich noch, weil ich habe noch mal das Diagramm oder das Bild, das werden wir gleich noch mal zeigen.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich danke dir fürs Zuschalten und bis danke ganz auch. Bald. Bis tschüss. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir aber wirklich so gut wie am Ende. Vielleicht nochmal tatsächlich der Hinweis, nachdem ich jetzt die erste Sendung geschafft habe und ich fand es eigentlich richtig klasse. Ich hoffe, habe ich schon wieder Sie gesagt, wahrscheinlich 3-4 Mal heute Abend. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und ich freue mich, wenn wir uns am 28.10. um 19.30 Uhr wiedersehen, wenn ich dann mit dem Roland Hipp ein Gespräch führe. Und die Bilderreise, die wird uns nach Patagonien führen, nach Südamerika. Das war auch für mich noch eine der ersten Reisen für Greenpeace. Hat mich auch ziemlich stark geprägt. Und ich freue mich, wenn ihr alle wieder dabei seid. Die nächsten Monate hoffe ich, dass wir immer uns mal wiedersehen. Sei es jetzt dann hier online oder vielleicht tatsächlich hier und da auf Bühnen, in Stadtsälen, in Stadthallen. Corona wird uns zeigen, was möglich ist. Beispielsweise unser Verhalten. Ich denke, je disziplinierter wir sind in den nächsten Wochen und Monaten, desto weniger drastisch werden Gegenmaßnahmen ausfallen und dann werden kulturelle Veranstaltungen vielleicht mit Einschränkungen, aber durchaus möglich sein. Und ich danke euch allen, dass ihr mir zugehorcht habt. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bleibt gesund, bleibt solidarisch. Bis zum nächsten Mal. Markus Maute. Dankeschön. Ich habe gelesen, dass alle 20 Sekunden Amazonas-Regenwald in der Größe eines Fußballfeldes zerstört wird. Als ich das erfahren habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich was tun. Ich liebe das Meer. Ich bin in Hamburg an der Waterkant geboren. Als ich von all diesen Müllmassen im Meer hörte, all das Plastik, das unsere Fische und Delfine tötet, das hat mich sehr traurig gemacht. Wenn ich an die Zukunft der Welt denke, dann mache ich mir ganz, ganz ernsthafte Sorgen um die Zukunft meines Enkels. Wie wird er sicher sein können? Wie wird er eine Familie gründen können? Ich mache mir Sorgen um die Welt, die ich zurücklasse. Deshalb spende ich für Greenpeace. Wenn auch Sie nicht einfach zusehen wollen, wie unsere Meere und Wälder zerstört werden, helfen Sie uns. Wir müssen jetzt für das Überleben unserer Erde kämpfen, bevor es zu spät ist. Werden Sie aktiv und unterstützen Sie uns, Verbrechen gegen die Umwelt aufzudecken und uns gegen Industriekonzerne zur Wehr zu setzen. Warten Sie nicht länger. Gehen Sie jetzt auf greenpeace.de und unterstützen Sie uns. Helfen Sie, für die Zukunft unserer Erde zu kämpfen. Werden Sie jetzt Greenpeace-Fördermitglied.